Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich gehe heute erst spät am Nachmittag arbeiten, weshalb ich heute mal so richtig viel Zeit hatte, sodass ich mir sogar vor der Arbeit die Haare gewaschen habe, was normalerweise nie vorkommt. Und dann dachte ich mir, nehme ich euch doch einfach mal mit und zeige euch mein Easy Peasy Everyday Work Look und mache mich zusammen mit euch für die Arbeit fertig. Das heißt, schminke mich für die Arbeit. Ich werde mir nachher noch was anderes anziehen, wenn es denn soweit ist. Bis dahin habe ich meinen schönen warmen Chunky Sweater an, meine Strickjacke. Und ja, jetzt werde ich mich erstmal fertig machen, beziehungsweise ich bin jetzt schon fertig, aber ich werde euch gleich mitnehmen und euch zeigen, wie ich dahin gekommen bin. Wie gesagt, ein ganz einfaches, natürliches Tages-Make-up fürs Büro. Und wenn euch das interessiert oder ihr mir einfach nur ein bisschen Gesellschaft leisten wollt, dann bleibt gerne weiter dran. Ich fange an mit einem Primer, den ich vor einer ganzen Weile mal von der lieben Melli vom Kanal Meloflori bekommen habe. Und das soll ein bisschen die Poren auffüllen, Vitamin spenden und das ganze Hautbild ein bisschen ebenmäßiger machen. Das habe ich jetzt ganz kurz antrocknen lassen. Jetzt kommt meine Foundation von Lili Lollo, die Mineralpuder Foundation in der Farbe Candy Cane. Und davon tue ich was in den Deckel. Und dann nehme ich einen solchen Pinsel oder auch einen Flattop Kabuki. Jetzt habe ich gerade den in Benutzung. Tupfe das da rein. Und dann gebe ich das in streichenden, so Halbkreisbewegungen aufs Gesicht auf. Ich versuche es zu vermeiden, richtige kreisende Bewegungen zu machen, weil sich sonst die Gesichtshärchen aufrichten und sich das Puder darunter setzt. Dann sieht das Ganze ziemlich grau aus hinterher. Und an Stellen, die ein bisschen mehr Abdeckung brauchen, gehe ich mit dem Concealer Buffer von Soeva und der Foundation nochmal drüber. Und versuche das so ein bisschen punktuell zu kaschieren. Da muss man allerdings aufpassen, weil diese Puder Foundation relativ dick aufträgt, wenn sie so punktuell benutzt wird. Und das sieht man dann. Also da aufpassen. Genauso wie hier um die Nase rum, wo ich mit dem größeren Pinsel nicht so gut hinkomme. Gerade hier an den Nasenflügeln. Als nächstes kommt dann Bronzer, immer noch von Hoola, nicht von Hoola, von Benefit, der Hoola Bronzer, der Originale. Der wird einfach nicht leer, weil ich den auch sehr, sehr sparsam benutze. Und dafür nehme ich nach wie vor diesen alten Ebelin Pinsel, tupfe den da rein. Und dann kommt etwas hierhin und das Kinn. Und dann ein bisschen hier oben. Und dann noch ein bisschen auf den Wangen statt Blush. Das mache ich auch nur ganz leicht, dass ein bisschen Farbe reinkommt. Blush trage ich in letzter Zeit so gut wie nie. Aber vielleicht ändert sich auch das jetzt wieder, wenn der Winter da ist und man so ein bisschen mehr Farbe braucht, weil ich tendenziell eher dunklere Kleidung trage, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz und solche Sachen. Und dann vielleicht auch wieder mehr Farbe ins Gesicht kommt. Wir werden sehen. Aber aktuell ist das eben der Look, den ich eigentlich immer trage, wenn ich arbeiten gehe. Weil ich da nicht großartig nachzudenken brauche und das dann relativ schnell geht. Dann kommt die Mascara. Mache ich immer zuerst. Erst Mascara, dann die Augenbrauen. Und da habe ich aktuell wieder die Alverde 12 Hours Long Stay in Benutzung. Die habe ich euch schon unzählige Male gezeigt. Ist einfach meine Go-To-Mascara.
tusche die Wimpern dann immer mehrmals und immer erst oben und ganz wenig unten, damit der Schatten das Auge nicht so runterzieht, weil je älter man wird, desto mehr sagt er sowieso schon alles nach unten. Und da muss man das nicht noch durch Farbe akzentuieren. Die Wimpern sind getuscht und während die jetzt in Ruhe trocknen, geht es an die Augenbrauen. Und da wechsle ich auch mal ab. Wenn ich es natürlicher haben möchte, dann nehme ich von Alverde das Augenbrauengel in Blond. Und wenn ich ein bisschen mehr auftragen möchte, nehme ich von Trend It Up, also keine Naturkosmetik, den Fiber Brow Gel Filler. Das muss der Nachfolger sein von dem Augenbrauengel, das ich vorher von Trend It Up hatte. Der Name ist relativ ähnlich, allerdings steht hier hinten drauf, dass da optisch verdichtende Augenbrauen mit Härchen, also da sind Partikel drin, die Härchen nachahmen. Das war in dem anderen laut Beschreibung zumindest nicht und ich merke da auch einen Unterschied. Heute möchte ich es aber etwas natürlicher haben und deshalb nehme ich von Alverde das Augenbrauengel und da ich das schon sehr oft gezeigt habe und auch schon sehr oft was dazu gesagt habe, wissen die meisten, dass mir das Gel an sich zwar sehr gut gefällt, aber ich das Bürstchen einfach viel zu groß finde für die Augenbraue. Das ist die Größe eines Mascara-Bürstchens, aber für Augenbrauen, um da richtig schön viel Gran zu arbeiten, finde ich das zu groß. Deshalb benutze ich da meistens auch nur die Spitze. Und dann sieht man das? Nee, dann fange ich so an. Ich kann ja beidhändig. Ich finde das immer interessant zu sehen und zu hören von Leuten, ob die sich beidhändig schminken, sprich die Wimpern beidhändig tuschen, so wie ich das vorhin gemacht habe. Ich mache rechts mit rechts und links mit links. Oder ob man das dann so macht, wenn man Rechtshänder ist oder eben andersrum, wenn man Linkshänder ist. Ich finde das immer echt interessant zu sehen. Weil man sich dann schon so ein bisschen verbiegen muss und ich mache das einfach automatisch mit der anderen Hand dann. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Ob ihr auch beim Schminken beidhändig seid oder ob ihr euch verbiegen müsst, um die jeweils andere Seite der dominanten Hand zu schminken. Und hier hinten habe ich nicht besonders viele Härchen. Und dadurch, dass das Bürstchen so groß ist, malt man auch gerne mal daneben. Das muss man dann wieder mit dem Wattestäbchen abnehmen. Also so geht es mir zumindest. Und da, wo ich jetzt drüber gemalt habe, was jetzt einige Stellen sind, und so geht man natürlich nicht nach draußen, da gehe ich dann mit dem Wattestäbchen drüber, setze das hier oben an und gehe wirklich am Rand entlang. Einmal oben, einmal unten, solange das eben noch feucht ist. Obwohl man das Augenbrauengel auch im trockenen Zustand noch abwischen kann. Das andere gestaltet sich eher schwierig. Dann hier einmal drüber. Und einmal drunter. Und während jetzt die Augenbrauenhärchen trocknen, kann ich mich wieder den Augen an sich zuwenden. Und da mache ich es ganz gerne so, dass ich mit Lidschatten einen kleinen, also eine Art Lidstrich setze, um einfach den Wimpernkranz ein bisschen dichter erscheinen zu lassen. Und nehme dafür so einen kleinen angeschrägten Pinsel. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann, ich hoffe mal. Und einen ganz dunkelbraunen Lidschatten. Die Wimperntusche ist ja schwarz, aber als Rand setze ich dann einen dunkelbraun. Das fällt eigentlich kaum auf, dieser Farbunterschied, aber hat eben einen weicheren Effekt, als wenn ich jetzt schwarz nehmen würde. Und dann setze ich den Pinsel von oben direkt an den Ansatz an und stempel das einfach nur drauf. Also ich ziehe den Pinsel nicht, ich stempel tatsächlich so richtig.
Und da sieht man, glaube ich, auch in der Kamera schon ziemlich den Unterschied. Und das ist einfach mit wenig Aufwand ein guter Effekt. Und dann die andere Seite. Und dann habe ich noch mal zweierlei Spoolies, also Einwegspoolies, die ich immer benutze. Einmal der gerade und den anderen habe ich mir so ein bisschen umgebogen, damit ich weiß, welcher wofür ist. Den geraden nehme ich für die Augenbrauen und den umgebogenen für die Wimpern, damit ich mir nicht irgendwelche Brösel von der Wimperntusche in die Augenbrauen kämme. Und dann werden einfach die Härchen nochmal gekämmt. Das lässt sich natürlich mit dem anderen Augenbrauengel, weil das hier auch Wasser und wischfest ist, lässt sich das besser machen, weil dann die Augenbrauenhärchen auch in dieser Richtung antrocknen. Und das ist bei dem Allverde-Augenbrauengel eben nicht der Fall. Da kann man hinterher noch schön durchkämmen. Allerdings ganz vorsichtig, weil sonst kämmt man die Farbe wieder raus. Und der letzte Schritt ist dann was für die Lippen. Da trage ich in letzter Zeit sehr gerne ein Gloss auf oder auch einen hellen Lippenstift, also ein Produkt, wo man nicht unbedingt einen Spiegel für braucht. Jetzt nehme ich heute mal von Alverde den Jelly Pudding Lip Gloss in der Farbe 20 Nude Candy. Das ist so eine Tube. Und obendrauf so ein runder Schwammapplikator, wie man das auch von manchen Concealern kennt. Da drücke ich dann ein bisschen raus. Kommt dann oben so ein kleiner Bubble raus. Und das trage ich dann auf. Es gibt dann einen leichten Farbschimmer, also kein Glitzer, Glanz, Gloss, wo die Lippen feucht schimmern oder Glitter drauf ist, sondern ein bisschen Glanz. Und das ist schon mein natürlicher Signature-Arbeitslook, den ich seit einer ganzen Weile trage und vermutlich auch noch eine ganze Weile tragen werde, weil es einfach schnell geht. Ich brauche dafür morgens normalerweise ungefähr 10 Minuten, maximal 15 Minuten, je nachdem, wie wach ich bin. Und dann ist zumindest das Tages-Make-up schon mal fertig. Also sehr easy, sehr schlicht, aber doch so ein bisschen, ja, präsentabel, wie man eben auch für die Arbeit gerne aussehen möchte. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne eure Kommentare und euer Feedback da und natürlich gerne auch einen Daumen hoch oder ein Abo, wenn ihr noch nicht Abonnenten von meinem Kanal seid. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!